Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pillars of Eternity Teil. Ich weiß nicht. Ich habe gerade gesehen, die Lehrsätze von Pancram. Dazu müssen wir aus der Stadt raus. Was ich erstmal nicht machen will, weil das Ältestenarchiv, zu dem wir hin müssen, läuft verborgen liegt. Und um den Zugang zu erhalten, müssten wir diese Aufgabe hier lösen. Die Parabel von Vale. Krimda sagte, dass die Diebe etwas von einem verlassenen Bauernhof auf dem Weg nach Dürfurt gesagt haben. Auf dem Weg nach Dürfurt. Und Dürfurt liegt hier. Da müssen wir erst hier durch. Dann durch die Sturmballschlucht. Weil einen anderen Weg gibt es hier, glaube ich, nicht. Feuerfälle. Und ich möchte eigentlich noch nicht aus der Stadt raus. Deswegen werden wir das erst gegen Ende machen. Und jetzt einmal sehen, was für Quests wir noch haben. Die lange Jagd, was war das? Ach so. Klippen in der Nähe des Meeres. Das könnte hier wahrscheinlich irgendwo sein. Oder bei Anslocks Kompass? Ging es da noch? Nee, da ging es, glaube ich, nicht weiter, oder? Oder es wird dann ein Weg freigeschaltet? Ich weiß es nicht. Oder ist es hier irgendwo? Interessant. Was haben wir noch im Angebot? Wir könnten unsere Ansprüche einmal klären. Was war hoch hinaus? Ach so, das war das. Das werden wir nicht machen. Asche des Glaubens. Doch jemand in der Expeditionshalle könnte es wissen. Ah, okay, dem können wir weiter nachgeben. Führer hatte Visionen von einer Höhle in einem Ort mit mehrfarbigen Becken und einem steilen Wasserfall. Ich glaube, dass dort etwas ihrem Glauben wieder herstellen würde, doch sie glaubt, dass etwas anderes dort versuchen wird, sie zu töten. Wasserfall. Sturmwaldschlucht könnte es sein. Da könnte doch ein Wasserfall sein, oder? Wir fragen mal in der Expeditionshalle nach. Da sind wir, sind die Leute nicht so gut auf uns zu sprechen. Aber vielleicht kann man für Informationen ja zahlen. Schnelllauf. Oh, wir können das bauen. Das können wir nebenher machen. Bauvorhaben. Türme oder Burghof. Burghof braucht nur 2 Tage, deswegen werden wir den weiter ausbauen. Danach können wir dann die Türme machen und noch viele, viele andere Sachen, die wir da machen können, weil wir den Burghof haben. So, halten wir jetzt halt mal wieder an. Gucken einmal. Vielleicht weiß Venan ja Bescheid. Nee, weiß ich nicht. wer könnte das denn wissen? Osric? Osric blickt geradewegs durch dich hindurch. Ja, okay, der ist beleidigt. Der will uns nicht sehen. Wer könnte das wissen? Sonild? Gods keep you. Wie lange arbeitest du hier schon? Ach, seit einigen Jahren. Ich habe sofort zugeschlagen, als der letzte Händler auszog. Es brechen jede Woche neue Expeditionen auf. Das ist also der ideale Standort für meinen Laden. Erzählt mir von den Expeditionen. Sie bestehen aus Gruppen von Abenteurern, die in der Wildnis ziehen,
Die meisten versuchen ihr Glück in den Ruinen, suchen dort nach Schätzen und die meisten kommen mit leeren Händen zurück, wenn überhaupt. Auf sie zu wetten ist fast so riskant, wie selbst mit ihnen loszuziehen. Aber so finanzieren sich die Expeditionen. Und ab und zu hat eine Abenteuergesellschaft Glück und findet tatsächlich etwas und verdient für ihre Finanziers ein Vermögen. Ah ja, okay. Hallo? Hier steht niemand. Dieser Karte ist ein Gebiet im Dürwald und eher Clanfath eingezeichnet, in denen es zu geologischen Aktivitäten kommt. Besonders beachtenswert ist die Beschreibung einer Höhle, in der geschmolzenes Gestein in einer tiefen Schlucht entlang fließt. Aha. Könnte das das sein, von dem ich denke, dass es das ist? Ha, ich habe eine Karte gefunden, auf der ein Ort namens Feuerfälle markiert wurde. Es ist eine weite Reise, doch wenigstens weiß ich jetzt, wo der Ort liegt. Ja, dann machen wir doch vielleicht das. Und stellen erstmal den Glauben wieder her. Wobei ich ja gerade gesagt habe, lieber erstmal in der Stadt. Und gucken uns vielleicht mal den Anspruchssteller an. Der ja denkt, er ist an unserem Hof der eigentlich rechtmäßige Herrscher. Weil wenn wir jetzt sagen, wir machen Sachen, die auch außerhalb von Dings liegen, dann müssen wir als nächstes ja. Ja. Gut, wir haben ja immer noch Fragmente des zertrümmerten Glaubens. Ruf an den Hof, das war eine Aufgabe, genau. Es wird in Zweifel gezogen, dass ich dir rechne. Kanzlerin Varin spricht. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal in den Palast. Genau, in dem Zuge wollte ich nach Fragmente eines zertrümmerten Glaubens gucken. Der Archivar weigerte sich, uns die Aufzeichnung vom Heiligen Krieg zu zeigen, was er mit Bedenken über rachsüchtige Dürrwälder begründete, die die Jagd auf redkirianischen Flüchtlinge machen. Er sagte, dass es sich anders verhalten würde, wenn ich in der Stadt einen besseren Ruf hätte. Die Frage ist, ob der Ruf schon besser ist. Das probieren wir jetzt beides mal aus. Einmal sprechen wir das mit dem falschen oder mit dem Anspruch an, den da jemand gestellt hat. Und das andere, das nächste Mal, gehen wir nach Urfeuer müssen wir in die City. So, die Frage ist eben auch, wir haben einen besseren Ruf in der Stadt, ne? Aber ich glaube noch immer keinen besonders super guten. Schwachgut in Trutzbucht. Und mäßig gut bei den Schmelztiegelrittern. Wird vielleicht aufgehoben von mäßig schlecht bei den Dutzenden. Aber das müssten die den Leuten in Urfeuer müsste das eigentlich egal sein. So, wir machen den Schnellmodus aus. Hier in der Halle. Ja, da muss man sich benehmen. Sidili. So, Moment. Genau, da sind die Trümmer. Halle der Urkunden. Probieren wir unser Glück erstmal für Idea. Vielleicht haben wir dann unsere Quest schon gefunden. Unser Tagebuch wurde aktualisiert. Ja. Achso. Oh, und die Kanzlerin steht da auch noch. Und der Marschall und der Archivar. Reden wir erstmal. How do you do? Ich suche nach Militäraufzeichnungen.
Ah ja, okay, immer noch nicht. Wir haben einen weiten Weg hinter uns. Ich muss nur etwas über meinen Bruder herausfinden. Ich weiß nicht mal, für welche Seite er gekämpft hat. Ich bitte um Verständnis. Nee, okay. Dann reden wir mal mit Kanzlerin Varin. Danke, dass ihr gekommen seid, Chitor. Ich versuche seit einiger Zeit, euch aufzuspüren. Das ist Marschall Forbin, Graf Bademars militärischer Berater. Er wird als Zeuge dieser Zusammenkunft dienen. Und Bademar ist wahrscheinlich der Typ, der Anspruch erhebt. Er deutet auf den neben ihm stehenden Mann. Seid gegrüßt, Straßenwächterin. Euer Ruf eilt euch voraus. Ich muss zugeben, ihr habt innerhalb des Adels für einiges in Aufruhr gesorgt, indem ihr Chat Noir für euch gefordert habt. Die meisten wissen noch immer nicht recht, was sie von euch halten sollen. Worum geht es überhaupt? Der Rechtmäßigkeit ihres Anspruchs auf Chat Noir wird angezweifelt. Graf Bademar hat eine Entscheidung in der Angelegenheit verkündet. Wird mein Zorn. Aha. Aha. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es wird sich alles zeigen, sobald Fürst Gathbin eintrifft. Habt ihr vielleicht Fragen an mich, während wir warten? Erzähl mir, was ist denn Gathbin? Wer ist Gathbin? Ich bin ihm nur einmal begegnet, aber das reichte aus, um ein Urteil über Fürst Arlet Gathbins Charakter zu bekommen. Oder Mangel desgleichen. Er stammt aus einem alten edyranischen Geschlecht. Nochmal. Er stammt aus einem alten edyranischen Geschlecht, das bis in die Zeit vor dem Widerstandskrieg zurückreicht. Sein Urgroßvater, Rennig Gathbin, war während des Krieges der Graf von Jenwald, bis ihm sein Land weggenommen wurde und er aus dem Dürwald verjagt wurde. Jenwald haben wir schon mal gehört. Als der Dürwald noch eine bloße Kolonie Edyrs war, war er in 9 Grafschaften unterteilt. Als die Edyrianer besiegt und schließlich vertrieben wurden, gingen 2 der Grafschaften in anderen auf und die Grenzen wurden neu gezogen. Der Jenwald war einer dieser Grafschaften. Der Griff ist heute die größte der 7 Grafschaften. Nachdem die vor dem Krieg existierende Grafschaft Jenwald in ihm aufgegangen ist. Zu den wichtigsten Siedlungen zählen Neue Heomar, Geirans Griff, Goldtal und natürlich Chat Noir. Aha, alles klar. Oder auch nicht. Da fehlt so ein bisschen das Bildliche. Jetzt ist jetzt so eine Karte nebenher. Wäre ganz gut. Okay, Westgraf Bademar. Graf Bademar entstammt einem angesehenen Adelsgeschlecht, das nach dem Widerstandskrieg vor etwa 150 Jahren Bekanntheit erlangte. Der Duwald besteht aus 7 Grafschaften. Die Bademar herrschen über die nördlichste Grafschaft, die der Griff genannt wird. Ah, okay. Was den aktuellen Bademar angeht, einen besseren Mann kenne ich nicht. Es ist eine Ehre, ihm zu dienen. Okay, mehr muss ich nicht wissen. Erzähl mir mehr über den Griff. Ach so. Andere Fragen. Und Gathbin? Okay, aber was hat Gathbin damit zu tun? Was sollte das mit der Straßenwächterin? Derjenige, der im Auftrag des Grafen von Jenwald über Chat Noir herrscht, wird traditionell Straßenwächter genannt. Eure Stellung mag noch nicht vollständig offiziell sein, aber der Titel ist eine angemessene Anrede. Der Marschall nickt und lächelt. Die Klinge, die ihr tragt, wurde sogar vom allerersten Straßenwächter geschmiedet. Verdammt nochmal. Ja, Idea streckt die Klinge, aber das ist ja unbedeutend. Er deutet auf das Schwert an Ideas Seite. Die Legende besagt, dass das Flüstern des Jenwals nur von jenen gefunden wird, die dazu bestimmt sind, über Chat Noir zu herrschen. Okay, dann ist ja eigentlich alles schon erledigt, oder? Wisst ihr, wie Graf Bademar entschieden hat? Es tut mir leid, Fürstin, das weiß ich nicht. Das Urteil des Grafen ist versiegelt. Okay, keine weiteren Fragen.
Just im rechten Augenblick, hier kommt Fürst Gathbin. Das war unser Fuchs. Ah. Wie sie da alle stehen. Ein opulent gekleideter Mann schreitet entschlossen auf den Kanzler zu. Sein sandfarbenes Haar weht hinter ihm wie ein Banner, das von einer leichten Brise gekräuselt wird. Hat hier jemand ein Fenster offen gelassen? Oder wo kommt die Brise her? Die Absätze seiner Stiefel hallen durch den Saal. Eine Elfe mit kurzgeschnittenen Haaren in einer dunklen, glänzenden Plattenrüstung gekleidet, folgt ihm auf den Fersen, ehe sie neben ihm Position bezieht. Sie mustert dich ungeniert. Das macht man unter Elfen wahrscheinlich so. Los, bringen wir die Formalität möglichst schnell hinter uns. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Es ist wohl bekannt, dass Chet Noir rechtmäßig mir gehört. Und wo ist diese Betrügerin, welche die Redrix ermordet hat? Meine eigene Schwester und ihren Gemahl und nun mein Land stiehlt? Wo ist dieser Abschaum von niederer Herkunft? Varin räuspert sich und blickt dich an. Diese Frau hier, das ist die Fürstin von Chet Noir. Ich dachte, sie würde zur Dienerschaft gehören. Vielleicht eine Kammerzofe oder Köchin. Achso, diese Frau hier, das ist die Fürstin von Chet Noir. Ich dachte, sie würde zur Dienerschaft gehören. Vielleicht eine Kammerzofe oder Köchin. Klar, mit meinem Schwert, Bogen oder was auch immer ich hier habe. Jeder, der eine eigene Festung besitzt, möge die Hand heben. Nur zu, keine falsche Scham. können wir uns bitte sputen? Varin bricht das Siegel und entrollt das Pergament. In der Sache des Anspruchs der Familie Gathbin auf Chet Noir entscheidet Graf Bademar wie folgt. Der Anspruch der Familie wurde nie aufgegeben. Per Gesetz ist Chet Noir das rechtmäßige Eigentum der Familie Gathbin. Ich wusste es, Gathbin grinst dich triumphierend an. Wahrscheinlich wusstest du es, weil du die Rollen ausgetauscht hast. Ich habe noch nicht fertig gelesen, mein Fürst. Gathbin verdreht die Augen und bedeutet dem Kanzler fortzufahren. Der Graf erkennt jedoch die Rolle von Chet Noir bei der Rettung und dem Wiederaufbau von Chet Noir an. Eine Festung, die über ein Jahrhundert lang verlassen gelegen hatte und nach Meinung einiger sogar verflucht war. Bevor Chet Noir an die Familie Gathbin zurückgegeben wird, verfügt der Graf daher, dass Fürst Gathbin eine Entschädigung in Form von... Auf gar keinen Fall! Gathbin verschränkt die Arme und runzelt trotzig die Stirn. Mein Fürst, Varin hebt die Augenbrauen. Die Summe ist recht angemessen und eine Grundvoraussetzung dafür, dass ihr Land zurückerhaltet. Wenn sie mich einfach aussprechen lassen würden, ich zahle dieser Missgeburt kein einziges Kupferstück für das Land meiner Familie. Glaubst du, Lakai, ich würde die Motive des Grafen nicht durchschauen? Er glaubt, er könne mir mit dieser Beleidigung eine Botschaft senden. Ich habe eine Botschaft, die sie diesem Hurensohn schicken können. Gathbin hebt die offene Hand und der Kanzler schreckt vor ihm zurück. Die Arme zur Verteidigung erhoben. Können wir Gathbin am Arm packen? Ich weiß nicht, ob wir genug... Schluss! Stopp! Wie könnt ihr es wagen, mir einen Befehl zu erteilen? Gathbin wirbelt zu euch herum. Mein Fürst, ich schlage vor, dass ihr euch beruhigt. Augenblicklich! Also, mein Fürst, ich schlage vor, dass ihr euch beruhigt. Augenblicklich! Der Ton des Marschalls ist ruhig, aber seine Hand ruht am Griff seines Schwertes. Die Elfin zieht äußerst behende eine Pistole aus ihrem dicken Ledergürtel. Ihre Augen weiten sich in voller Vorfreude. Okay, eine sadistische Elfin. Meine Fürstenschaften, bitte! Es gibt keinen Grund für Gewalt! Fürst Gathbin starrt dich mehrere Herzschläge lang an, seine Augen voller Hass. Ich werde mir schon holen, was mir gehört. Verlasst euch darauf. Kommt, Hauptmann Emery, wir gehen. Er verzieht verächtlich das Gesicht, bevor er aus dem Saal stürmt. Die Elfin senkt ihre Pistole, zuckt grinsend mit den Schultern und folgt ihrem Arbeitgeber. Ja, das ist doch nicht so ausgegangen, wie wir alle gedacht haben. Nun, ich kann nicht sagen, dass Gathbins Reaktion vollkommen unerwartet war. Ich fürchte, ihr habt euch ohne euer eigenes Zutun einen mächtigen Feind gemacht.
Ach. Er wirkt ein wenig aufgebracht, oder? Es heißt, er war schon immer so aggressiv, selbst als Knabe. Und er kann sehr lange einen Groll hegen. Das sind ja tolle Eigenschaften, die nicht unüblich für irgendwelche Herrscher waren sind. Wie dem auch sei, Kaeth Noir gehört nun offiziell euch, nachdem Fürst Gaeth bin. Nee. Ja, wie dem auch sei, Kaeth Noir gehört nun offiziell euch, nachdem Fürst Gaeth bin das Urteil des Grafen zurückgewiesen hat. Ach, so geht das. Ach, ja, okay. So leicht kommt man zu Land. Was, du willst nicht 100.000 Euro? Er überreicht euch ein dunkelblaues Zepter, das aussieht, als wäre es vollständig aus Saphir geschnitzt wurde. Worden. Ja, das gehört einem der früheren Fürsten von Chat-Noir. Rechtmäßig gehört es nun euch. 1.000? Das soll Fürst Catherine als Zeichen der Freundschaft erhalten. Damit wird er sich höchstens den Hintern abwischen. Ich habe eine Botschaft, wenn ich ihn oder einen seiner Männer auf meinem Land entdecke, richte ich ihn hin. Bitte laden Fürst Catherine ein, mit mir in der Halle von Chat-Noir ein Festmahl zu feiern. Das ist eine Provokation. Das ist noch mehr eine Provokation und das irgendwie auch. Natürlich, das sieht er das als Grund. Das würde er noch mehr als Grund feiern. Okay, ich bin hier fertig. Es war ein Vergnügen, euch endlich kennenzulernen, meine Fürstin. Varen verneigt sich. Vielleicht begegnen wir uns unter anderen angenehmeren Umständen wieder. Lebt wohl, Chitur. Der Marschall nickt euch zu und geht. Okay. Wir sind jetzt Besitzer einer Festung. Ja. Fürst Gethbin hat das Dekret des Grafen von Jenwald abgelehnt. Chat Noir bleibt in meinem Besitz. Mich beschleicht aber das Gefühl, dass Fürst Gethbin noch nicht aufgeben wird. Ich muss wachsam bleiben. Auf jeden Fall. Grund, einen Turm zu bauen, sobald es geht. Was sagt denn jetzt mein Ruf? Held. Ja, immer noch nicht. Wir sprechen ihn einfach nochmal an. Gods keep you. Ja. Ja, nein. Es zählt auch nicht, dass wir eine Festung haben, wie schade. Gut, aber hey, wer hätte das gedacht? Wir werden bei nächster Gelegenheit die Türme ausbauen. Und jetzt noch einmal gucken, was müssen wir für die Schmelzsiegelritter denn machen, damit wir hier ein bisschen mit unserem Ruf weiterkommen. Waren das Stahlwinde? Ja, genau. Anslux ist eine Lagune. Ah ja. Wir sollen die Forschungsunterlagen zu einem der Kommandanten des Hohen Gerichts in Anslux Kompass bringen. Dann ist das doch eine Stadt. Also geht es nach Anslox Kompass zu Anslux Kompass weiter, oder was? Das werden wir uns jetzt einmal angucken, ob wir da überhaupt hinkommen. Und wenn ja, dann werden wir das später einmal machen. Farnheim, Tempel von Wudika. Ach, da kommt man dann auch raus. Ondras Geschenk. Valdianische Botschaft. Aha, waren wir da schon drin? Ich weiß es nicht. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir in der Schmelzsiegelritterquest weiterkommen. Besser gesagt, ob es nach Anslox Kompass zu Anslux Kompass geht. So. Okay, düstere Höhlenbaniten wollen angreifen. Und ein Boot ist angekommen. Und die Burghofbauten sind auch abgeschlossen. Meine Güte.
Da ist ja einiges passiert. Okay, 4 Tage bis zu den Banditen. Dann bauen wir doch noch ein paar Türme. Für 3 Tage. Wir wollen das nicht manuell beenden. Dazu habe ich keine Lust. Ein angesehener Besucher. Hier geht es ja eigentlich weiter, oder? Die Frage ist nur, wo kommen wir hier raus? Hier vielleicht? Nee. Muss man da mit dem Schiff hin? Nett von dir, dass du mit mir plauderst. Zücken wir mal deine Waren. Okay, wir können jetzt Dinge verkaufen. Seelengebundener Zepter, zweihändig, schnell. Schmetterschaden. Okay, hier geht's nicht weiter. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Und geht's da überhaupt? Das sieht doch schon aus, als würde hier noch was fehlen. Oder geht es dann hier dahin zu Anslux Kompass? Na, wir reisen jetzt einmal nach Chat-Noir und gucken, was der Bote zu sagen hat. Keeps coming along nicely. Ja. Rückkehr an den Hof. Als Aufgabe. Da. Ah. Kanzler Varen scheint einen weiteren Boten aus dem Palast des Dukes in Rutzburg geschickt zu haben. Er wartet in der Herrenhalle. Okay, dann passt das ja ganz gut. So, wir haben den Burghof renoviert, oder? Man sieht noch nicht so viel davon, aber die Sachen werden nach und nach, denke ich, gemacht werden. Und wir werden auch jetzt mal ein bisschen langsamer an unseren Hof einmal gehen. Ich bringe eine Nachricht vom Palast des Dukes. Komm mal gerade her. Verzeiht die Störung, meine Fürstin. Kanzler Varen bittet ein dringendes Treffen im verkohlten Fass in Farnhain. Verkohltes Fass? Warum trifft sich der Kanzler nicht im Palast mit mir? Vielleicht bittet er dieses Treffen nicht in einer offiziellen Funktion. Das kommt gelegentlich vor. Der Bote starrt zu Boden, um dir nicht in die Augen blicken zu müssen. Das ist auch kein Mordanschlag oder so. Geht es wieder um Chat-Noir? Ich weiß es nicht. Bitte verzeiht, meine Fürstin. Ich bin lediglich ein einfacher Bote. Okay, ich treffe den Kanzler, sobald ich Zeit dazu habe. Der Bote verneigt sich steif. Als er den Raum verlässt, seufzt er erleichtert auf, sobald die Türen hinter ihm zuschlagen. Das ist doch sehr verdächtig. Finde ich. Das ist mehr als verdächtig. Hallo. So. Wir verkaufen ein paar Sachen. Mm.
dem müssen wir dem noch nachgehen? Nee. Aber wir reisen schon mal nach Farnhain. Und dann sehen wir nächste Woche, was es mit diesem ominösen Treffen auf sich hat. Ob es wirklich... Better indeed. Ja, sieht es wirklich so viel besser aus? Ich weiß es nicht. Auto beenden. Okay. Die westliche Ringmauer. Okay. Muss ich die dann immer wieder neu errichten? Oh nee. Ah, okay. Hätte ich das vielleicht doch nicht manuell machen sollen. Dann kaufen wir gleich, sobald die Türme fertig sind, die Hauptburg wieder. Das ist ja peinlich. Die wurde verwüstet? Okay. Ein Grund mehr. Deswegen ist der Händler das letzte Mal auch verschwunden gewesen. Ein Grund mehr, die Sachen vielleicht doch nicht manuell zu machen. So. Farnhain. War gutes Fass. Wir sehen uns da nächste Woche. Gehabt euch wohl und bis zu unserem nächsten Treffen.